Viele kennen sie, haben sie irgendwo schon mal gesehen. Und manche können sie sogar beschreiben. Vier Beine, Kopf und ein Schwanz. Ach ja, Punkte im Fell. Und da waren ja noch die komischen schwarzen Streifen im Gesicht. Ja, es geht um die Geparde. Aber vier Beine, Kopf und Schwanz, ist das wirklich alles? Reicht das aus, um die unglaublich schöne und elegante Katze zu beschreiben? Der Gepard war einst über beinahe ganz Afrika, mit Ausnahme der Waldgebiete in Zentralafrika, verbreitet. Außerdem fand man sie auf der indischen Halbinsel und in Teilen Zentralasiens. Heute ist er fast nur noch in Afrika, südlich der Sahara, anzutreffen. In Asien gibt es nur noch winzige Restbestände, die am Rande der Ausrottung stehen. Geparde sind reine Savannen- und Steppentiere. Sie bevorzugen Bereiche mit hohem Gras und Hügeln als Ausschaupunkte. Zu viele Bäume und Sträucher machen eine Landschaft für Geparden ungeeignet, da sie dort ihre Schnelligkeit nicht ausnützen können. Schon früh hat der Mensch es verstanden, Geparde zu dressieren und als Jagdbegleiter nutzbar zu machen. Sowohl in Mesopotamien als auch im alten Ägypten hat man seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend Geparde auf diese Weise verwendet. Geparde sind tagaktive Tiere. Dadurch vermeiden sie weitgehend Begegnungen mit den eher nachtaktiven Löwen und Leoparden, welche den Geparden leicht die Beute streitig machen können. Sie sind auch eine große Gefahr für den Nachwuchs der Geparde. Die Weibchen leben meistens allein. Nur zur Paarungszeit kommen sie mit den Männchen zusammen. Männchen hingegen formen Verbände, in denen sie zu zweit oder zu dritt leben. Das Revier wird durch Urinmarkierung abgegrenzt. Geparde pirschen sich in der Regel auf mindestens 50 bis 100 Meter an ihre Beutetiere heran und sie dann mit hoher Geschwindigkeit anzugreifen. Dabei erreichen sie Spitzengeschwindigkeiten bis zu 120 km pro Stunde. Dieses Tempo kann der Gepard aber nur für kurze Zeit beibehalten. Man schätzt, dass noch etwa 12.400 Geparde in 25 afrikanischen Ländern in freier Wildbahn leben, wobei Namibia mit 2.500 Tieren die größte Anzahl vorweisen kann. Weitere geschätzte 60 bis 100 Geparde kommen im Iran vor. Natürliche Feinde kennt der Gepard kaum. Es ist vor allem der Mensch, der diese Tierart gefährdet. In Afrika wird er als Viehjäger verfolgt, obwohl er unter Naturschutz steht. Es sind aber auch die schwindenden Lebensräume,
welche dem Geparden das Überleben erschweren. Deshalb sind die Bemühungen zur Erhaltung der Geparde von diversen Organisationen wie zum Beispiel des Cheetah Conservation Fund besonders zu begrüßen.